Oh, Drakuhan. Und wollt ihr dann? Nee. Nein. Wollt ihr Lamm? Nein, will der Papagei. Plaudergei. Plaudergei. Nee, sprich nicht an. Was ist denn so? Oh, Blubella. Ah, Blubella. Blubella, Blubella. Ja, ich? Okay. Du kommst aus der Steinzone zu uns. Wir hatten schon lange keinen Besuch mehr von außerhalb. Ich weiß völlig, wie es sich hier in den Inseln so verhält, aber im Pokepark gibt es noch allerlei wundersame Dinge, nicht wahr? Ich habe eins in der Strandzone etwas ganz Tolles gefunden. Oh, du bist hier, um Mewtwo zu treffen. Wenn du so ist, solltest du einmal mit Schein entsprechen. Das war jetzt richtig unnötig. Hammer unnötig. Oh, das Raguan. Hey, let's be friends. Ach, toll. Wo bist du denn? Hummelupf! Hummelupf! Du bist von hier, stimmt's? Wir haben hier nur selten Besuch. Richtig niedlich bist du mit deinen roten Wangen. Das ist mein Design. Das ist aus, der sieht übrigens aus wie so ein Kinderständer-Pokémon, ne? Wie er dich angrinst. Er hat gesagt, ich habe schöne rote Wangen, ne? Ja, wow. Er möchte dir einen echten Hasen zeigen. Na komm, du bist schon auch so basic, so basic friend. Wollt die Lamm? Du hast die Steinzone hinter dich gebracht, nicht wahr? Mäh! Mit anderen Worten, ich kann dir vertrauen, das hier ist das Podest. Wenn du hier den Spiegel anbringst, weist er dir den Weg zum Himmelsgarten. Einer unmütlichen Überlieferung zufolge hat sich dies vor langer Zeit an einem von hier aus mit bloßen Augen sichtbarer Ort gefunden, und dem man selbst ohne Spiegel sogleich gelangen können. Hä? Ja, verstehe ich auch nicht. Also, ich brauche den Spiegel, ich brauche ihn auch nicht. Sprich mit Dragonite. Get yourself a Dragonite! Du bist vom Wald her geflohen, nicht wahr? Stark sieht so aus. Du hörst mit einem Wetstride. Das ist ein Fangspiel. Ja, drauf an das Dragonite. Und wollen wir anfangen? Wenn ich jetzt wieder eine Better Sprint Technik brauche. Kennst du das Video mit Get Yourself a Dragonite? Nein. So gut. Get yourself a Dragonite! The OG from the OB! Wie willst du den denn fangen, wenn er da oben am Gammeln ist? Geht doch gar nicht. Und jetzt. Voll gegen die Hüfte! Oh, wie traurig das aussieht. Wie kann das eigentlich mit diesen Stimmeflügeln? Klasse, lass uns Freunde sein. Ruf mich, wenn du hilfst, über meinem Spiel brauchst. Das nächste Fangen werde ich aber gewinnen. Ich gehe jetzt damit trainieren. Ja, das war so. Wieso kann das? Gib mir doch wenigstens den Spiegel. Wie kann das mit diesen Flügeln fliegen? Mit diesen Flügeln fliegen. Ich fliege ein bisschen durch die Gegend. Ich fliege mit den Flügeln. Oh Mann, ey. Das war noch gerade. Da ist hier ein Dings, das ist der Knospi. Du bist nicht von hier, oder? Dein Schweif ist so seltsam geformt. Merkst du meinen Freund sein? Oh, guck mal, die sind einfach so richtig nett. Die wollen einfach so mit mir Freund sein. Ohne Spiele gewinnen. Ja. Knospi, Daspi. Pikachu selbst hat keinen Bock mehr. Es wollte aus dem Spiel herausspringen und zu uns kommen. Weil selbst Pikachu keinen Bock mehr hat. Ein Podest. Aber irgendwas fehlt hier. Ja, cool. Dann wo ist jetzt der Spiegel? Hartilam! Oh Mann, ey. Achso, triffst du Pili wohl. Ja, das ist gut. Wie viel ist das eigentlich? Wie viel? 11 fast. Kurz vor 11. Ja, aber wo ist jetzt der Spiegel? Das wir spielen auch schon seit 3 Stunden oder was. Oh, Teddy, wo ist er? Haben wir auch schon. Okay, dann geh weg. Nein, Mann, verpiss dich, Teddy, Bruder. Bitte nicht. Lucario. Oh, nee, Lucario haben wir noch nicht. Lucario. Ich wollte eigentlich... Medita haben wir aber, Lucario. 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 Du scheinst im Zentrum großer Umwälzungen zu stehen. Umwälzungen? Du sollst einen Wettstreit austragen. Ich möchte deine Stärke testen. Lass uns Fangen spielen. Ich dachte, jetzt kämpfe ich gegen dich. Ich dachte auch. Worauf warten wir eigentlich noch? Ob du mir wohl folgen kannst? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich will sprinten. Lucario macht auch so das Naruto-Laufen. Ah! Was ist cheated? Was für ein Assi hier, Alter. Boah, den krieg ich.
verdammten Assi. Vielleicht hast du ihn rein. Holy fuck. Das war krass, ey. Schießt er mich ab? Assi, der hat cheaten, ey. Du bist gut. Ich möchte gerne fahren, wie es mit dir weitergeht. Du kannst immer auf mich zählen. Ja. Ja. Hast du mir ein Messer in den Rücken gestößt, ey. Assi, ey. Da ist noch was. Oh, das scheint ja. Oh. Das ist eine Grazidea. Sie blüht noch nicht. Shining? Oh, wir haben hier nicht auf Besuch aus anderen Zonen. Wie bitte, ob es sich hierbei um den Himmelsgarten handelt? Nein, da liegst du aber falsch. Dies ist die Blumenzone. Der Himmelsgarten ist noch viel höher gelegen als diese Zone. Ich würde dich ja gern hinführen, aber das geht im Moment leider nicht. Der Podestspiegel ist verschwunden und ohne ihn ist es unmöglich, den Himmelsgarten ausfindig zu machen. Ja, das Captain auch. Obvious, Mann, das habe ich ja schon ohne dich gewusst. Ich dachte, das wäre jetzt das Ende gleich. So ein scheiß Spiegel. Please help me. Jemand sagt mir, wo der Spiegel ist. Es hört einfach nicht auf. Hier im Aufschwung. Es hört nicht auf. Ich bin mal mit fucking Drachen. Wollte ich da mal was sagen? Wollte ich da mal was tun? Wollte ich. Infolge eines heftigen Erdstoßes fiel der Spiegel vom Podest hinab. Und ist seitdem verschollen. Wir waren sehr bestürzt, zumal Reichwasa nicht zugegen war. Wärst du vielleicht so nett, den Spiegel zu suchen? Er ist in Richtung des Treffpunkts mit dem großen Baum hinabgefallen. Okay, zum Zeppelin-Dingsbums bei dem Roten da. Zeppelin und dann zum Treffpunkt. Hallo, mein Freund. Ja, blablabla. Ja, du kannst die Nase putzen, ich bin gleich wieder da. Wohin muss ich? Treffpunkt. Welchen Treffpunkt? Es gibt nur einen Treffpunkt. Oh, das stimmt. Und ab geht die Post. Hui! Oh. Dieses Spiel. Bald ist es vorbei. Bald haben wir es geschafft, meine Freunde. Bald ist es soweit. Oh, ich hab es echt... einen großen Teil dieses Spiels eingespielt. Oh, aber jetzt brauchen wir dich eigentlich, Dorian. Das Plinfer ist wieder da. Mit seinem kleinen Sprachfehler. Schau mal, ich hab den Ballon mit Luft gefüllt. Bald geht's los. Mein Feuerwerk wird richtig gut. Hoffentlich schaut mir auch zu. Und du, Pikachu, hast du den Himmelsgarten schon gefunden? Hui! Hinter der Steinzone befindet sich also eine Zone, die aus einem Meer von Blumen besteht? Wir sollten alle zusammen mit dem Ballon hinfliegen. Hab ich verpasst? Ach so. Wenn du den Spiegel findest, erfährst du auch den Weg in den Himmelsgarten. Könnte es vielleicht sein, dass... Ja, so muss es sein. Ich habe vorhin etwas Glänzendes ganz hoch im Baum ausgespielt. Ab in den Baum aus. Ab in das Tree. Das Treehouse. Treehouse. Nintendo Treehouse. Ist der Eingang. Genau dasselbe Problem hat die von auch. Dabei die wir. Wie kann man die Kamera anmachen? Weiter. Ah. Hast du jetzt verstanden, wie man die Kamera drehen kann? Ah, ja. Geil. Ja, ey, was. Tut mir leid, aber man muss hier mit dem Zeigefinger so komisch das hier reindrücken. Ja, das ist auch einfach Ding. Mal bin ich so speedy und ist was wieder? Ich glaube, das war dieser Sprint. Vielleicht hast du von unten richtig gesprintet, im richtigen Timing gedrückt oder so. Kann auch sein. Aber ist auch egal. I don't fucking care. Irgendwie ein scheiß Spiegel, gut ist. Oh, Überraschung, da ist der Spiegel. Hältst du den Spiegel? Platziere ihn auf dem Podest in der Blumenzone. Wir nähern uns dem Ende. Meinst du nicht, da kommt noch, also es kommt ja noch der Himmelsgarten. Ja, aber der wird hoffentlich nicht so groß sein, der wird ja nur Mew sein eigentlich, glaube ich. Das denkst du jetzt? Ja. Müssen wir noch eine halbe Stunde Berg raufgehen. Boah. Zur Blumenzone. Wir hätten ja nicht direkt oben auf dem Podest spawnen können. Nein, natürlich nicht. So kann man Spieler auch künstlich in Gänge ziehen. Boah, ey, was eine Scheiße. Wer hat das eigentlich gewählt? Ernsthaft, Leute, habt ihr gecheatet? Ich glaube auch, es müssen zwei, drei Leute gewesen sein, die vielleicht nur gecheatet haben. Aber hey, dann hat die Person sich mit diesem Enthusiasmus
auch verdient, dass ich hier Poképark wirklich durchspiele. Und wir, die hat nicht jedes einzelne Video gesehen. Ganz im Ernst. Ja, es gibt einen kleinen, einen sehr kleinen, aber harten Kern, der jedes Let's Play von Poképark geguckt. Weißt du? Ja, ich sehe das ja. Echt? Wie viele sind es ungefähr? Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich glaube, der hat ein harter Kern von 30 Leuten oder so sind's. Das sind ja sogar relativ viele. Ich hätte gedacht, dass es weniger sind. Und der Mond explodiert. Wir haben einen neuen Planeten geschaffen. Als mit Rayquaza. Oh, der eskaliert richtig. Hallo. Hello, my friend. Du need sunglasses. What the fuck? Warum ist der so klein? Rayquaza müsste riesengroß sein. Rayquaza ist ungefähr so groß wie wir, wenn du das in Relation zu Pikachu siehst. Das hat einen Schwachsinn, Alter. Ist es nicht so, soll es nicht ein riesiger Drache sein? Ja, das ist ein Legendary. Das ist eigentlich riesig groß, das Ding. Sieht irgendwie auch gar nicht Legendary aus. Doch, Legendary sieht schon aus. Ich finde, das sieht irgendwie so aus wie so eine Gottesanbeterin. Gottesanbeterin? Was? Das ist so ein chinesischer Drache. Halt. Ach, ein hässlicher chinesischer Drache. Nee. Das habe ich in Level 100 trainiert. Du hast also den Buddhist-Spiegel hier zurückgebracht. Habe recht herzlichen Dank dafür. Möchtest du zum Himmelsgarten? Nun, dann solltest du vor meinem Spiel, übrigens das letzte Spiel von allen hier im Poképark, meistern. Des Himmelsgartens ist nämlich nur würdig, wer zusammen mit seinen Freunden alle Spiele des Parks gemeistert hat. Endspurt, Endspurt, Alter! Oh, ich hab so ein Endspurt-Spiel. Du sammelst fleißig Prism-Splitter. Stimmt. Möchtest du dich an meinem Spiel, dem Panik-Zeppelin, versuchen? Der kriegt ja Panik. 40, der wird immer teurer, Alter. Die Tanner kostet 40 Bären. Wie entscheidest du dich? Nun, lass uns anfangen. Komm her! Berühre die Ringe auf Rayquazas Zeppelin und zerstöre die Ziele. Hier noch mehr Punkte. Berühre die Ringe. Okay. Oh nein. Halte das gleiche. Das wird einfach nur. Muss ich halt auch halt nur neigen, um zu laufen. Läufst du gegen Voltoball oder Elektroball, verlierst du dadurch Punkte. Springe mit 2 und weich ihn aus. Kantenmax fährt zu den Zeppelin und verlierst ebenfalls Punkte. Hast du den Punkt des Zeppelins erreicht, richte die Flügelbedienung auf den Bildschirm aus, bis der Cursor erscheint. Die fliegende Ziele ins Visier und löse mit A vom Himmel. Ich kann mir das jetzt schon nicht merken. Sammle so viele Punkte, wie du kannst. Lucario, oder? Ja, wie du meinst. Wir können auch Blatula. Das ist das Eis-Evoli. Aber Favoriten ist der. Okay, nehmen wir. Wow, wo kommt dieser Zeppelin auf einmal her, Alter? Ey, guck mal, jetzt ist es Legendary. Ja, aber was ist noch Legendary, Alter? Lauf, Schlampe, lauf! Das sieht relativ einfach aus. Was machst du? Keine Ahnung, es ist nicht so einfach, wie du denkst. Spring, spring, spring! Der ist da oben. Furchtbar leid, aber ich kann das gar nicht. Wow, krass. Nächster Punkt. Sehr gut, nächster Punkt. Was geht denn mit dem? Ich bringe mir. Ah! Ui, ui, ui. Schießen. Wow, das ist jetzt hier krass. Shit. Oh, nein! Nicht da. Aufschießen. Worauf muss ich denn schießen? Nicht auf die schwarzen. Das schon, das glänzt. Und nicht da, wo die X drauf sind. Da oben, schnell, Rayquaza. Rayquaza, bam. Oh mein Gott, man. Ah! 40.000. 40.000 ist. Ah, Großleistung wäre 45.000 gewesen. Aber meinst du, das ist wichtig? Es gibt eigentlich für die Bonusleistung. Extra Beeren, glaube ich. Scheiß. Was interessieren extra Beeren nicht, denn vielleicht haben wir das hier gesagt. Das letzte Spiel. Das letzte Spiel im Poképark. Vielleicht ist es im Himmelsgarten nicht das letzte Spiel. Ich habe Angst. Es gibt auf dieser Welt allerlei Pokémon mit ganz verschiedenen Stärken. Solche, die durch die Lüfte gleiten, Pokémon, deren Zuhause das kühle Nass ist, sowie fallschnelle und kraftstrotzende Pokémon.
aber mit einem Pokémon allein alle Spiele zu meistern, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Spiele sind ein Mittel, deine Freundschaft zu anderen auf die Probe zu stellen. Nur wer die Kräfte mit seinen Freunden vereint und alle Spiele gemeistert hat, kann sich in den Himmelsgarten begeben. Weißt du, das war schon von Anfang an der Sinn des Spiels, es mit deinen Freunden gemeinsam zu spielen. Ich glaube auch. Ja, ich habe den Sinn von Pokémon erschlossen. Dann hast du alle Prismensplitter gesammelt. Begib dich mit ihnen bitte in den Himmelsgarten. Shaimin kann dich sicher dorthin führen. Es ist Shaimin. Strahl des Podestspiegels als Wegweiser nutzt. Er ist Shaimin. Er ist einfach seines Superkraft des Spiegels. Rayquaza ist denn der Freund? Sollte wieder sein? Ja! Pass auf, und jetzt, ich glaube, da wir uns jetzt wirklich auf das richtig harte Ende vorbereiten. Ich muss das Spiel ja zu Ende spielen. Wer fangt? Das habe ich nicht, aber. Hättest du mir jetzt auch die ganze Zeit spielen können? War das nicht der kleine Igel? Ich auch nicht. Ja, war er auch. Willst du noch was trinken? Und ich habe noch ein Schlückchen. Schlückchen? Mhm. Wo ist der denn jetzt? Der war doch da auf diesem Blumengebirge. Nee, hier sind überall schwule Blumen. Nee, warte mal. Da, genau. Ups. Ben ist tot. Das ist unser Weg hier raus, Mann. Ja, stimmt, scheiße, sorry. Du hast du? Ach ja. Du hast alle Spiele gemeistert, mein herzlichen Glückwunsch. Aber ich kann dich leider nicht zum Winske führen, solange die Grazidea nicht blüht. Aber jeder wie du, den allen Zoomeister hier achten, wird sicherlich einen Weg finden, die Blume erblühen zu lassen. Jo, fang mal an, Lubella. Oh, du hast eine Frage über die geheimnisvolle Welt der Blumen. Du möchtest also die Grazidea sofort zum Blühen bringen, nicht? Dann lüfte ich jetzt das Geheimnis. Eine jede Blume erblüht im Nu, wenn du sie mit dem Wunder... Mit der Wunderkanne gießt, natürlich. Ich habe diese Kanne einst in die Strandzone aufgelesen. Ah, okay, oh, Wunderkanne. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt auch, ich muss da hinlaufen und... Oh Gott. Voll die Wunderkanne, so ein billiges Plastikding. Das ist voll die Wunderkanne. Dankeschön. Nun darfst du in den Himmelsgarten gehen. Oh, aber du kannst nicht fliegen, habe ich recht? Wie soll ich dich dann denn zum Himmelsgarten bringen? Du kannst doch auch nicht fliegen, du bist ein Igel, verdammt. Ja. Etwas nähert sich uns von den Klippen. Ich werde mal meine Form ändern und nachsehen gehen. Ja, es kann es tatsächlich. Kann sich irgendwie hin und zurück entwickeln, das Ding. Ja, das können ein, zwei Pokémon. Sieht eher so aus, als würde es in der Luft Schildschuppen. Es gibt doch Keldeo heißt das, glaube ich, bin mir sicher, so ein Einhorn-Pony. Das ist in der Rohform sieht aus wie so My Little Pony. Und dann, wenn es Formwechsel macht, ist es so ein Einhorn irgendwie. Ja, ist dann auch so okay. Krass. So. Aber unsere Friends können fliegen, cool. Oh oder? Ja, mit dem Mega-Luftballon. Vor allem wir sind durch alle Welten gelaufen und die haben einfach im letzten nur einen Ballon gepflegt, Alter. Unfähig die sind. Ja, wie haben wir unfähig? Entschuldigung, das sind unsere Freunde. Die sind voll nett, dass sie uns jetzt abholen mit dem Luftballon. Das sind Assis, die nichts geschissen kriegen. Das sieht aus wie die Zelda Stage von Super Smash Bros. Melly. Ja. Oh, ja, stimmt, da war Mew. Es ist ja erwachsener geworden, das muss ich Ihnen trotzdem noch helfen, aber ein klein wenig erwachsener sprechen. Okay, let's do it. Wir sind angekommen. Dies ist der Himmelsgarten. Hä? Der stürzt jetzt ein. Direkt schon. Shaming! Und wieder hat die Erde gebebt. Das Himmelsprisma ist tatsächlich zersplittert. Ich könnte mich vorhin aus der Luft davon überzeugen. Der Streit zwischen den Pokémon und all die seltsamen Ereignisse hier im Pokébark sind wohl auf zurückzuführen, dass das Himmelsprisma zersplittert ist. Wenn das Himmelsprisma seine alte Macht zurückerlangt, wird im Poképark wieder alles wie früher. Snail, du musst Mew die Prismensplitter überbringen. Wo steckt Mew nur? Mew mag es, Leuten Streiche zu spielen. Wahrscheinlich hat er sich hier irgendwo versteckt. Als ich noch nicht mal hier war, ist er auch plötzlich in der Gestalt eines Alpaulus hinter mir aufgetaucht. Er ist nämlich ein Gestaltwandler. Was? Ja gut, das stimmt. Mew ist eines
Mew und Ditto sind die einzigen Pokémon, die Wandler lernen. Deswegen ist Ditto ja auch ein missglückter Pokémon. Ein gefehlter, stimmt. Ja. Er gab vor, ein Apollo zu sein, gibt Mew uns einen extra Scherzkick. Wir passen besser auf, dass wir ihm nicht auf den Leim gehen. Mew will also Verstecken spielen? Dann mal los, suchen wir ihn. Gut, ich zähle auf euch. Ich werde jetzt in die Blumenzone zurückkehren. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis bald. Wo ist das Mio Kacke? Weißt du, wie sollen die scheiß Aufgabe für ihn erledigen? Ja, vor allem, wir sollen hier die Welt retten. Und der dachte so, oh nö, ich spiele eine Runde Verstecken. Ich verstecke mich mal als Apollo. Und, fuck you all. Ah, hier ist Blumanda. Blumanda! Wo versteckt sich Mio bloß? Vielleicht irgendwo dort oben? Doch die Fresse, Blumanda, Alter. Das ist nichts anderes als seinen Schwanz anzünden. Entschuldigung. Ich mag Blumanda. Ich finde das einfach aggressiv. Das ist, kurz vor Endspiel kommt noch meine ganze Aggression für den Spiel raus. Oh, Sinnoh Pikachu, hier ist mir auch nicht. Blitzer meint übrigens, er würde zurück zum Heißluftballon gehen. Wenn der Ballon vom Wind weggeblasen wird, sitzen wir hier fest. Er will nur sicher gehen, dass dort auch alles in Ordnung ist. Schade, ich hätte nie gehört, dass Blitzer mitkommt, damit ich seinen kleinen Sprachfehler lesen kann. Vielleicht mit Sprachfehler. Dass er das auch ein Pinguin ist und das mich an Rummel aus dem Eis erinnert hat, wo der Pinguin auch ist. Rummel! Rummeli! Boah, geh einfach mal nach oben. Würde ja. Ich könnte. Da links, oder? Ich weiß, man hat hier nie einen Überblick, aber. Ja, doch, das stimmt schon. Da links. Lauf, Pika, spring! Oh mein Gott. Spring mehr! Spring härter! Spring. Spring. Spring fire. Spring break. Jump harder. Harder, better, faster, stronger. Hä, das ist aber ein Ballon. Lügner. Das ist Mio. Wetten. Ah. Hier fängt Mio nicht zu weinen. Lüge. Hier fängt Mio nicht zu weinen. Ich bin nicht Mio. Ich bin. Das ist eine Lüge. Geh nochmal zum Ballon. Ja, dann muss ich jetzt. Ich habe jetzt keine andere Option mehr. Wie? Du hast mich gerade am Ende des Gemäuers gesehen, sagst du? Dann war es am Ende ja. Nee, geh doch mal hin und sieh nach, wo das war! Ich weiß nicht, wem ich glauben soll von den beiden. Ich weiß nicht, wem ich von den beiden glauben soll. Ich glaube auf jeden Fall den Plinfar am Ballon. Upsi. Gib dich zu erkennen. Oh, sei doch nicht so mies. Was, wenn das wirklich Mew ist? Dann ist es ein Assi. Wo ist denn dieser ernste Blick? Hast du mir schon gefunden? Oh, oder hat es etwa verdacht, Paula Zauberer hat das Haus verloren? Paula Zauberer ist Mew! Dass ich so schnell auffliege, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Aber das spricht wohl für eure Freundschaft. Das Himmelsprisma ist zersplittert und die Pokémon des Pokéfax haben sich zerstritten. Doch du hast es geschafft, sie alle wieder miteinander zu versöhnen. Vielleicht erhält das Prisma nun auch seine alte Form zurück. Der Bund der Freundschaft unter den Pokémon muss nur noch ein klein wenig stärker werden. Pikachu, ich habe eine Idee. Lass uns miteinander spielen. Wenn wir beide Freunde werden, erlangt das Himmelsprisma sicher seine alte Form zurück. Dann sei doch einfach so mein Freund. Komm, versuche dich an ein paar Wettstreiten. They lied to us. Die haben uns gesagt, das wäre das letzte Spiel des gewesen. Des Poképarks. Alter. Miau, miau. Miau, miau. Miau, Mitten, send your body turned up. Die Umstände sind zwar alles andere als glücklich, aber ich bin froh, mit dir spielen zu dürfen. Aber ich glaube nicht, ich würde... Aber glaube ja nicht, ich würde dich gewinnen lassen oder so. What a bitch. Bitch. Ist das so? Ja, das ist aber so. Wenn wir wahre Freunde werden wollen, dürfen wir nicht tricksen. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau. Das erinnert mich echt an Captain Mittens. Kennst du das? Mittens, in your body, Captain. Miau, 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 miau. Oh, das ist die Zeige, das ist gut.
Okay, los geht's. Alright. Die Battle Area. Let's get it on. I'm ready for this. Oh yeah, jetzt ist hier voll die dicke Arena aufgetaucht. Ist doch gut, ich muss das nicht alles in 20-minütigen Cutscenes sehen, Alter. Eins, zwei, drei, du musst es noch in einer bestimmten Zeit schaffen hier. 99 Sekunden. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es. Das ist so spannend, oder? Denkt ihr nicht auch, dass es mega spannend ist? Wow! Wow! Krasser als Dark Souls. Bravo! Yeah! Wie viel Diamantenstoff ist gerade ausgekackt? Je öfter du mit mir spielst, desto tiefer wird unsere Freundschaft. In Ordnung, auf zum Kampf! Dafür werde ich mich verwandeln. Ja, und noch tricksen hier, ne? Ich dachte, wir dürfen nicht tricksen. Hallo! Hör mal auf! Boah! Mein Markbrand! Was ist stärker? Markbrands Feuerattacken oder dein Donnerblitz? Dort jetzt wird gekämpft! Boah! Einfach ein Markbrand, ey. Übel! Sagt aber, soll nicht so ein bisschen. Das ist ja auch ein New Markbrand. Ein New Brand quasi. Du hast auch nur davon gegeben, dass ich das gewinnen. Hast du recht. Kein Ding. Oh. Also ganz im Ernst, Leute. Hättet ihr das gedacht, dass man für wahre Freundschaft jemand verprügeln muss? Natürlich. Ich hab das nicht gedacht. Wie schließt man sonst Freundschaften, wenn ich nicht Leute verprügeln darf? Wie hast du für Freunde kennengelernt? Haben sie alle verprügelt? Warum sind wir uns noch nicht verprügelt? Soll ich das noch sagen? Vielleicht habe ich dich so doll verprügelt, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst. Okay, sag ich dir. Wow, so lobe ich mir das. Na gut, dann schicke ich mal diesen Knaben in den Ring. Knaben? Oh mein Gott! Ash Ketchum? Ich dachte gerade irgendwie an so einen Kindersklaven im alten Rom. Ich habe jetzt eigentlich wirklich eher an so Trainer Rot gedacht oder so. Ich glaube, hier gibt es keine Menschen. Du hast jetzt richtig geil. Da würde ich es richtig feiern. Ja, ein Knackrack! Oh. Dein Donnerblitz kann mir gar nichts anhaben! So würdest du zumindest Knackrack sagen, in den ich mich gerade verwandelt habe. Aber dein Donnerblitz ist wirklich harmlos für mich. Okay, das ist jetzt hier voll der Endfinal Boss Fight, merke ich gerade. Ja, du musst so 100 gegen mir kämpfen. Mindestens, wenn das mal reicht. Also, Freunde, schränkt euch an. Es ist nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Oh, es war nicht das letzte Spiel. Es war alles. The cake is a lie. The cake is a lie. Vor allem. Weißt du, scheiß auf Pokémon Tekken. Guck mal, das ist doch viel besser. Könntest du nämlich beide Pokémon auf dem Pokémon Tekken nehmen können. Alles beides, oh yeah. Bravo! Pikachu ist auf dem Cover! Ich hab im Pokémon Tekken auch wieder eben den Kronleuchter gespielt. Das hab ich doch glatt um, ja. Das hat mich doch glatt um, nicht einmal das Knackkrack. Als Knackkrack bin ich dir gewachsen, aber gut. Diese Kämpfernatur habe ich mir extra für den letzten Kampf aufbewahrt. YouTube! Das ist ja krass. Oh, Despotar. Was wird so ein grüner, dicker, fetter Gurkenberg, ey. Gurkenberg? Kennst du nicht Despotar? Das ist so eine zweite Generation, der ist cool. Ja. Ich finde es trotzdem was geil, wenn das erwartet. Ja, weißt du, es kann sich in alles verwandeln und dann nimmt es das. Ja, es ist Boden und Licht, also es ist. Ding, 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 hier kommt Despotarin frei! Ding, 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 Jackpot. Also hätte sich alles aussuchen können, aber Mew nimmt den Salatkopf. Die männliche Megagurke. Die mutierte Megagurke. Der aber auch keine Chance gegen unseren Eisenschweif hat. Bam! Bravo! Bravissimo! Bravissimo. Sorry. Look you. Und das mich besiegt. Und das, obwohl ich mich mir für den Schluss extra ein starkes Pokémon aufbewahrt hatte. Die anderen waren eigentlich alle kacke. Na gut, da kommen wir jetzt zum letzten Wettstreit. Los, fang mich. Oh, das wird bestimmt voll schnell sein.
Und wir haben unsere Sprinttechnik nicht verbessert. Wir haben nicht gecheckt, wie wir sie machen können, Ellen. So, einfach nur. Versuchen wir alles auf. Probieren wir alles aus. Schütteln, rütteln. Beide Knöpfe auf einmal drücken. Ich weiß es nicht. Funktioniert nicht. Muss man noch A drücken? Nee, noch mit Wunderwitz. Wie kann man besser sprinten, Leute? Ich weiß es nicht. Oh, Mio, bleib stehen! Mio! Aber Fangen gespielt hat es auch schon gerne im Film damals. Stimmt. Ist immer gerne versteckt und eigentlich einen Quatsch gemacht. War ein Quatsch gemacht. Das war aber Mio ist schon cool. Ja, das ist echt ein süßes Problem. Mir auf Mew für auf der Virtual Console vom 3DS, habe ich ja Pokémon Rot nochmal gespielt, da habe ich mir das erste Mal in meinem Leben komplett legit das Mew gefangen. Das heißt legit, also du musst trotzdem den Trick anwenden, aber du kannst hier Mew tatsächlich fangen mit Pokémon. Das habe ich ja gemacht. Wie geht das nochmal? Boah, das ist Hammer. Man kann doch nur Mewtwo fangen, habe ich immer gedacht. Ja, das ist also hammer kompliziert. Du musst einen bestimmten Trainer auf der Nugget-Brücke irgendwie auslassen und dann musst du dir bis zum Ende auflegen, bis du fliegen hast. Und dann musst du da zu einem bestimmten Trainer hinlaufen. Dann musst du schnell, bevor der auf dich zukommt, in Richtung mit Start drücken, dass das Menü aufgeht. Dann musst du irgendwie nach Azuria City oder so fliegen. Also eigentlich dann musst du einpacken. Dann musst du ins Gras fliegen, dann musst du in so ein Gras gehen, dann musst du weglaufen. Und dann, wenn du aus Lavandia rausgehst, da scheint auch immer Mew. Dann kannst du Mew Level 5 fahren. Also ganz im Ernst. Das ist der krass. Wer hat diese Scheiße herausgefunden? Das ist. Irgendwie hängt das damit zusammen, dass dieses Programm oder dieser Algorithmus für die Random Encounter irgendwie danach irgendwie beeinflusst werden können, was zuletzt im Cache drin war, was zuletzt geladen wurde. Und wenn du dann irgendwie dadurch, dass du ins Menü gehst und dann wegfließt und so weiter, dann lädt dir das schon im Cache rein, irgendwelche Werte, die dann irgendwie drinnen bleiben. Wenn du dann da hingehst, wird das irgendwie in eine andere Tabelle geschrieben und dann kommt einfach Mew. Das ist ein Bug. Ja, das ist quasi ein Bug. Aber hey, es ist ein normal gefangenes Mew. Es ist keins, was irgendwie gecheatet ist. Ja. Im Sinne von mit einem Schmerbubel. Also, ich kannte das nur immer von damals, dass noch Werbung gemacht wurde. Der Pokémon-Truck kommt in deine Stadt. Ja, der Pokémon-Truck war noch nie da bei mir. Und fangen dir Mio und lass dir Mio schenken quasi. Und dann sind alle Kinder irgendwie zu diesem scheiß Truck gefahren und haben sich bei Mio abgeholt. Das hatte ich ja damals schon im Pokémon-Podcast mal erzählt, dass ich früher der krasseste Mew-Dealer war. Ich hatte ja früher Mew. Weil sich das irgendein Kind halt so besorgt hat und da haben wir herausgefunden, wie man Pokémon klonen kann. Einfach hier mit dem. Dem Linkkabel, du musstest genau. Da irgendwie im richtigen Zeitpunkt ausmachen und so. Ja, genau, hatten beide das. Und dann hatte ich mir ganz viele Mews gezüchtet und dann habe ich die Mews für eine Mark pro Stück irgendwie auf dem Schuh verkauft. Ich war der miese Dealer. Das ist scheiße. Bin der miese Dealer gewesen. Hat damals schon die Marklücke entdeckt und hab. Mit ganz dreckigen Geschäftspraktiken andere Kinder ausgebeutet. Und wie man auch noch ein Mew bekommen konnte, war, wenn man das Pokémon Stadium das stimmt. Durchgespielt hat. Richtig, wenn du richtig gut warst, dann hast du am Ende Mew geschafft. Und man hat selber seine Edition, kann man ja da reinladen, oder auch seine Pokémon von dem Gameboy in der Speichern. Da sollte man auch mal Mew gespeichert für und wenn man da richtig gut war, dann hat man auch richtig coole Pokémon teilweise geschenkt bekommen. Das ist wohl einfach die Top 4 besiegen. Ja, wenn du richtig Glück hast, du irgendwie nichts gekriegt. Das ist. Komm schon! Los! Ich falle immer in diese scheiß Löcher! Los, 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 nur noch ein paar Sekunden! Was? Oh, das ist doch so eine Scheiße, Mann! Ja, du kriegst das beinahe. Wir müssen einfach unseren Sprint. Ich weiß nicht, wir haben schon diesen besseren Sprint. Ich glaube, wir setzen ihn aber. Wir haben keine Rücksicht auf mich, sonst können wir keine wahren Freunde werden. Schlag mich her! Oh Mann, ey! Ich glaube einfach, wir setzen die nicht richtig ein. Are you ready to party? Party! It's a party song. It's a party going on. Ich glaube, wir setzen das wirklich nicht einfach und richtig ein. Muss man es gedrückt halten? Muss man... Ich weiß es wirklich nicht. Muss man noch schütteln? Mir fällt nichts anderes mehr ein. Es gibt doch nicht... Es gibt hier nicht noch mehr Tasten. Wir haben ja nur die Fernbedienung. Da gibt es vielleicht, keine Ahnung, ein paar Tasten drauf. Plus, Minus, Menü. Stimmt. Also bist du ja ganz am Ende, holst du es ja immer ein.
denn jetzt gleich irgendwann, wenn ich mir gefallen würde? Ich fall immer die scheiß Lupe rein und dann war's das. Gibt's doch gar nicht. Das ist auch eine Schwierigkeit dabei. Und jetzt gleich sind wir wieder so nah dran und haben wieder nur 0,5 Sekunden. Und jetzt war's das dann schon. Weil es zu Ende hin dann so ein lahmer Arsch gedoppelt wird. Scheiße. Armer hat gerade auch. Schade, schade. Warte, ich google das mal. Oder wir verbessern halt unseren Sprint. Den können wir, glaube ich, nicht mehr verbessern. Warte mal. Meinst du echt? Wir müssen ja dafür googeln. Ich fühle mich jetzt gerade richtig. Google das jetzt. Also, Freunde. Pokepark. Die 30 Leute, die Pokepark mich verfolgen. Wir müssen googeln. Hier. Ist das nicht traurig? Double Sprint. Aha. Irgendwas auf Französisch? How do you double dash? Aber guck mal, die Fragen hatten auch noch andere. How do you double dash? Ja, how? Den du den Gamecube anmachst und. How do you double dash? Double dash spielst. After dashing, you have to press dash again before the first dash ends. It's a bit tricky. The way I do it is watch all the white lines disappear. And right when that happens, you press dash. It even works for double dash. Hope you get it. Oh, I did it. Alright, man. Okay, so we should see if we can do that. Ist also fast so wie bei Final Fantasy durch die Ebene springen. Ja. Genau, es ist härter als 200 oder 300 Blitzen ausweichen, so viel du vorher ausweichen musstest. Die 10. Okay, aber ich. Also Timing einfach nur. 200 Mal musste man den Blitzen ausweichen. So eine dumme Zahl auch einfach. Ja, ich habe 100 Mal jetzt vielleicht gemacht. Aber 200 Mal. Das war meine Schwester. Ha! Die ewig hier drin ist. 10. Gerade einmal hingekriegt. Ja, da. Woo! Deswegen musste ich auch. BAM! Yes! Leute! Mio! Dang! Das hab ich schon auch gedreht. Da geht er down, Alter! Da geht er down! Du hast mich erwischt, jetzt sind wir Freunde! Yeah! Oh mein Gott, Banane der Mio Freundschaft! Mein Freund! Durch Vanilla jetzt Freund ist zwar etwas seltsam. Aber ich bin wirklich glücklich, dass wir zwei jetzt Freunde sind. An dir hat das Himmelsprisma seine alte Macht zurückerlangt. Ich hatte den richtigen Griecher mit dir. Ich rief dich in den Pokepark, weil ich das Gefühl hatte, du könntest die Pokémon des Pokepass dazu bringen, sich wieder zu versöhnen. Wieso? Na, weil du so vergnügt mit deinen Freunden gespielt hast, als ich dich das erste Mal sah. Vielen Dank, dass du all jene Pokémon, die vom rechten Weg abgekommen waren, wieder zueinander geführt hast. So, nun versammeln wir uns mit deinen Freunden um das Himmelsprisma. Okay. Din, 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 din. Din, 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 din. Und nun, Pikachu, lass uns dem Himmelsprisma mit Hilfe der von dir gesammelten Prismenfütter seine ursprüngliche Form zurückgeben. Die Kraft der Freundschaften, die du geschlossen hast, wird dir dabei helfen, ihn zusammenzuhalten. Oh, wir haben nur die nötigsten Freundschaften geschlossen. Ich glaube auch. Ey, es gibt ja hammer viele Pokémon, die immer noch nicht befreundet waren, glaube ich. Ja, zum Beispiel Arcani. Ja. Das ist wirklich ein Schandfleck. Weil wir es nicht hingekriegt haben, den Sprint. Den Double-Sprint zu machen. Hätten wir früher mal gegoogelt, hätten wir uns einiges ersparen können. Auch, glaube ich, hätten wir Schloss in der Geisterburg auch, glaube ich. Das wäre auch viel einfacher gewesen. Ja, immer einfacher. Ja, die Sache ist doch, warum hat Ponyta uns das nicht mal richtig erklärt? Vielleicht haben wir auch einfach nicht gelesen. Das kann schon sein. Ich war nur so, oh cool, Double-Sprint, boom. Ja. Jetzt haben wir diesen krassen Kristall. Was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn das Prisma nicht wieder zusammengesetzt wäre? Dann wäre die Welt explodiert. Ja, da stand da irgendwie so. Das wäre ganz blöd gewesen. Haben sie am Anfang gesagt. Verstehe ich. Keine Ahnung, ich verstehe das ganze Spiel nicht. Warum ist es Liebe, Frieden, Regenbogen? Also. Wenn es wenigstens Hoffnung gewesen wäre. Regenbogen! Aber Regenbogen muss es natürlich sein. Vielleicht wegen dem Prisma, weißt du? Ah, stimmt, das kann sein, ja klar. Kinder lernen Physik. Damn! Und Bacon sagt auch. Oh, da ist der Regenbogen! Deswegen Regenbogen! Regenbogen! Der Freude! Banane der Freundschaft! Oh, jetzt springen die alle der Yeti rein. Ich glaub, ganz allein da oder was? War vorher auch alleine. Was? Das kackt diesen Feenstaub, ne? Da siehst du in einem Ballon, der ist in einem Flicken. Von unserem Ballon. Und die Tür einfach dieser Pikachu schwarz an. Das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ey. Na du, Igel, Blumen, Fee. Das ist kein Kopf. Fee gab's noch da.
Warum ist hier immer Nacht? Das macht keinen Sinn. Das ist halt eine Geisterwelt. Oh, Lokok. In seinem schönen Schlafzimmer. Warum bist du ihn schwul? Weißt du, was ich gerade... Ich glaube, das ist jetzt gerade der Abspann. Das ist der Abspann von Flocko Pari, Alter. Teddy Wasser. Oh, Teddy Ursa finde ich auch mal süß. Das ist knuffig, ja. Aber Ursa-Ding fand ich auch. Ja, Ursa ist auch cool. Das hat ja Bären oder gar. Alle, wo man die Freunde schon geschafft hat. Alle fresh am Start und so. Jenny! Oh, unsere Psychotherapeutin. Oh Gott! Was? Ich hab's nicht fast durchgespielt. Oh mein Gott. Da kommt jetzt noch irgendwas. Grumala kackt das Feuerwerk an. Oh nein, das arme Kleine. Na stimmt, das hat er voll gesprochen, das Feuerwerk. Ja, stimmt. Ja, wir haben uns einfach nicht geblockt. Wieso geht's auch nicht alleine? Ach, nein. Wow. Oh, was mit unseren anderen Freunden? Waren die anderen nicht wichtig? Nein, eigentlich. Haben die kein Obenrissfeuerwerk verdient? Neue Herausforderer. Ja, ich möchte unbedingt speichern. Neue Herausforderer? Ja, für das Spiel. Macht mir Angst. Ich wurde gespeichert. Okay. Ich hab's doch jetzt durch, oder nicht? Ich hab's doch jetzt durch, oder nicht? Ich weiß nicht. Wisst ihr was? Ich hab vom Blauherr gehört, dass ein paar ganz besondere Pokémon hier sind, um an den Spielen teilzunehmen. Ganz besondere Pokémon? Ob die wohl stärker als Lokok sind? Komm, suchen wir uns noch mehr Freunde und gehen dann zu Mew. Je mehr Freunde wir finden, desto hübscher wird der Regenbogen. Ich fühle mich hier im Pokémon inzwischen richtig wohl. Ich könnte hier noch eine ganze Weile herumtollen. Ich nicht! Ich auch. Wir sind schließlich ganz dicke Freunde mit dem Pokémon hier geworden. Das sollten wir auskosten. Nanu, da vor dem Baumhaus steht irgendeiner ein Schild. Was hat das damit wohl auf sich? Fuck you, I don't care. Dieses Schild. Also Freunde, hier ist ein Schild. Passwort. Gebe dieses Passwort ein und schau noch einmal länger zum Pokepark vorbei. Wo soll ich? Das ist wirklich ein Pokepark wie. Wie soll die Namen der Entwickler anwenden? Wow! Die geben mir tatsächlich die Möglichkeit, optional selber zu sagen, ob ich die Credits sehen möchte oder nicht. Aber was hat es mit diesem Code auf sich? I don't fucking care. Es ist mir scheißegal. Ich sehe gerade die Credits von Pokepark Wii. Yeah! Ich bin frei. Ich bin frei. Frei! Oh, schön. Tatsächlich wurde es übrigens etwas von Japanern. Überraschend! Wow! Du hast den outgesourced nach Vietnam. Das ist nicht dasselbe, das wäre auch nicht schön, wenn ich das sagen würde. Krass, endlich ist es fertig. Oh, was für eine Tortur. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich diese ganze Scheiße noch alleine gespielt hätte, ne? Alter, boah, fick die Ziege. Also ich denke, zu zweit war es auf jeden Fall viel, viel lustiger als alleine. Ja. Alleine kann man einfach nicht diese schönen Kommentare dabei reißen. Oh, nicht diese scheiße Ertrage einfach. Ich könnte ja so zumindest mal sagen, ich habe keinen Bock mehr spielen jetzt mal. Ja. Und wenn du jetzt in den Großteil gespielt hast, eigentlich. Ich will der Steuerung einfach so. Es überhaupt nicht klar kam. Kein Mensch kommt mit dieser Steuerung klar, weil es einfach Dreck ist. Das Schlimme ist ja, du hast mir sogar noch erzählt, dass es ja tatsächlich von Pokémon Wii noch einen zweiten Teil gibt. Meine Nichte hat den. Ich werde ihn nicht spielen, nein, bevor irgendjemand auf die Idee kommt. Nein, ich werde nicht Pokepark Wii 2 spielen, nein. Nicht alle für Pokepark Wii 2. Fuck it, Alter, ist nicht drin. Ist nicht drin. Würde ich irgendwann nochmal eine Abstimmung machen für irgendein Spiel oder so. Ich glaube nicht, dass Pokepark Wii 2 dabei auftaucht. Nein, ich glaube, das möchte ich mir nicht antun. Ich finde es lustig, dass du es überhaupt zur Auswahl gestellt hast, wenn du es ja so wenig spielst. Ey, ich habe keine Ahnung gehabt, ich hab einfach gegoogelt, was gibt es denn für Pokémon-Spiele? Ich hab ja auch sowas draufgepackt wie Pokémon Pinball.
Ja, wirklich jeden abstrusen Scheiß, den wir gerne an Pokémon finden wollen. Ja, ihr alle Pokémon Park Wii, Pokémon Wii gewählt haben, ey. So eine Scheiße, ey. Boah, die Anja Weinbach, ne? Die hat das German Version Editing gemacht. Anupa Patel. Ich glaube, er ist ein bisschen Englisch. German Voice Recording, doch, wie German Voice Recording. Naja, Mauzi. Ach, stimmt, ups. Das könnte schon. Aber da haben sie ja wirklich sich verausgabt mit dem German Voice Recording. Die sagen ja auch die deutschen Namen. Ne? Ja, okay. Weil. Okay. Zwirrlicht! Ne, da hast du ja. Zwirrlicht! Zwirrlicht! Oh, das war richtig cool. Ja. Ich hab's mit Oma gesprochen. Ja, okay. Ja, okay, das war Pokepark Wii. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die verdammten Monster, dass ihr mich gezwungen habt, das zu spielen. Ja. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ja, wie hat es dir gefallen? Ja, also, wie gesagt, das Spiel an sich ist irgendwie Müll. Aber. Irgendwie schon. Irgendwie überrascht. Es macht einfach Spaß, mit dir zusammen irgendwas zu spielen. Das kann auch dieses Spiel sein, es kann alles Mögliche sein, Hauptsache. Wir sollten als nächstes Solitär spielen. Oder Minesweeper. Ich auch nicht. Oder Minesweeper. Oder. Oh, kennst du da? Kennst du wahrscheinlich nicht mal früher. Früher gab es einen Mausklick oder einen Squeakman. So ein Spiel mit so Rennautos, so ferngesteuerten Autos, wo du im Kreis fahren musstest immer so. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Das hatte irgendwie jedes. Weißt du auch, Super Nintendo? Nein, das gab's für PC. Das war richtig billig und gammelig. Das gab's immer so umsonst dabei in dem Magazin. Und das konntest du nämlich mit vier Leuten an einer Tastatur spielen. Ja, jeder hat, brauchst du halt nur drei Tasten. Und jeder hat dann, diese Tasten hat ja genug Knöpfe. Und dann sagst du da halt, ich sag mal nicht mehr, wie das hieß, Alter. Das willst du spielen? Ich will auf jeden Fall verlieren. Zum Beispiel. Ich kann nur verlieren. Spontaner Einfall zum Beispiel. Naja, gut. Ich bin jetzt erlöst. Ich bin frei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, immer wieder. Ohne deine und eure, wenn ich sie jetzt wieder zuzähle, Unterstützung hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Und, ja. Mal sehen, was ich als nächstes spiele. Keine Ahnung. Aber erstmal, denkt an den Livestream. Jeden Mittwoch Resident Evil, solange wie das Spiel noch lastet. Ich denke auch, ich habe ja jetzt so gedacht, das Spiel ist ja fast vorbei, aber es gibt ja noch DLC. Ich hole mir einfach noch den DLC und spielen wir den auch noch. Und, ja. Ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin erlöst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal, was nicht Pokepark Wii 2 sein wird, sagen wir Tschö-Bidö? Ja. Okay. Tschö mit Ö! Frei! Free, 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 like a bird, I'm free!